Mein Name ist Annika Ahlers. Wir sind hier in Hiltrup auf einem Betrieb, den ich gepachtet habe. Ich bin gelernte Landwirtin, aber ich würde eher sagen, ich bringe das Landerlebnis und die Produkte den Konsumenten näher. Die Direktvermarktung, die ich aufgebaut habe unter dem Namen Annis Bauernbox, ist ein Online-Hofladen. Das heißt, die Idee war damals, dass wir im Umkreis von Münster, 50 Kilometer, so viele tolle Produkte haben, die ich aber als Kunde in einer Box haben möchte. Und somit haben wir quasi Bauernbox erschaffen und haben jetzt mittlerweile 31 Landwirte, die ihre Produkte alle bei uns in eine Box zum Endkonsumenten bringen. Die Bauernbox zum Konsumenten wird mit dem Fahrrad ausgeliefert, ganz nachhaltig und für Münster ganz typisch. Oder zu sogenannten Boxenstopps, das sind Sammelabholstellen, wo der Konsument das Vehikel selber wählen kann, mit dem er seine Box holt. Ja, wir wollen Stadt und Land näher zusammenbringen, wie mit den anderen Projekten auch, mit Erklärbauer und der Bauernbox. Und somit veranstalten wir hier gerade das Sundowner Yoga-Picknick auf der Wiese oder auch Stadt-Land-Dinner für die Stadtbevölkerung. Zusätzlich zum Online-Shop möchte ich das Einkaufsfeeling in der Bauernbox reell erlebbar machen und das soll hier vor Ort in Hiltrup an der perfekten Lage stattfinden. Und um das möglich zu machen, sind wir gerade im Bau eines neuen großen Hofladens. Ja, meine Stärken, ich würde sagen, das ist ganz klar mit dem Kopf durch die Wand und somit kann ich also auch Ideen durchsetzen, wo andere vielleicht dran scheitern würden. Und was eine ganz große Stärke ist, ist das Netzwerken und das Zusammenbringen und Zusammenarbeiten und das zeigt die Bauernbox ja und der Erklärbauer sowieso.